So, hier befinden wir uns auf der Rückseite, ja, der vier Panels. Ja, vielleicht kann man das mal erkennen. Und Trina Solarpanels, 380 Watt Peak. Und dort werden wir jetzt mal ganz kurz die Kurzschlussspannung messen mit einer Amperezange. Fünffachen Y-Verteiler angeschlossen. Jetzt haben wir hier so eine Einführung, ja, aus dem Campingbereich, kann man sagen. Ja, und jetzt geht es quasi drinnen weiter. So, liebe Freunde der Solarenergie, hier hätten wir für heute das erstmal so weit angeschlossen. Ja, 4x Trina Solar 380 Watt Peak mit einem Victron Laderegler 100-50, ja, der auch gerade noch ungefähr 120 Watt liefert. Und da haben wir jetzt erstmal übergangsweise zwei Säurebatterien mit jeweils 120 Ampere und ja, einen Wechselrichter, der quasi hier auch mit zwei Steckdosen ausgestattet ist und, ja, wie man sehen kann, fast 26 Volt, ja, aktuell. Und ja, ist jetzt überschaubar, ja. Wir haben hier noch mal ein Smart Shunt von Victron, genau, der ist auch angeschlossen, funktioniert wunderbar. Leider haben wir hier nicht darauf geachtet, die Smart-Version zu nehmen. Wir haben hier einfach quasi den einfachen Laderegler. Der wird aber nochmal ausgetauscht. Ja. Gut, ja, wie man hier sehen kann, zwei kleine E-Scooter. Ja, wobei klein, naja, der vordere hier, der hat schon ein bisschen Dampf in der Bude. Ja, da haben wir, glaube ich, fast 2000 Watt. Also 1000 Watt vorne, 1000 Watt hinten. War heute relativ überschaubar. Ja, von der Arbeit haben wir heute nur die Kabel hier oben angeschlossen. Von der PV-Anlage. Die liegen jetzt noch ein bisschen durcheinander. Die werden noch ein bisschen geordnet und vernünftig angeschlossen. Ja, und dann sollte die Anlage auch bei dem Wetter, jetzt leider gerade hinter der Wolke versteckt sich die Sonne, aber morgen Vormittag oder heute Nachmittag vielleicht noch mal ein bisschen, wird die andere noch mal ein bisschen Dampf machen. Da gibt es aber noch ein Update, weil hier wird auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien aufgerüstet und auf 24 Volt das ganze System. Ja, 280 Amperestunden sollen die haben. Ja, dann kommen wir noch mal wieder und gucken uns noch mal das Ladesystem an mit BMS und so weiter. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen sonnigen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao. Gummi! Ja.